Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser benötigt ergiebige und vor Verschmutzung geschützte Ressourcen. Durch übermäßige landwirtschaftliche Düngung mit Stickstoff weist das Grundwasser jedoch häufig eine hohe Nitratbelastung auf. Das kann für den Menschen gesundheitsschädlich sein und ist ein lange unterschätztes Problem. Im tieferen Untergrund kann Nitrat durch natürliche Prozesse abgebaut werden. Dieses Potenzial ist jedoch endlich und unwiederbringlich. Auch entstehen hier eine Reihe giftiger Schwermetalle, die später aufwendig aus dem Wasser entfernt werden müssen. Am IWW-Zentrum Wasser werden unter der Leitung von Dr. Wolf Merkel die im Untergrund ablaufenden Prozesse und deren Auswirkungen auf das Grundwasser analysiert. Anhand dieser Modelle werden Schutzmaßnahmen entwickelt, mit denen Nitrate und Schwermetalle im Trinkwasser so gering wie möglich gehalten werden. Besondere Aufmerksamkeit erfordert auch das Thema Antibiotikaresistenzen in unserem Trinkwasser. Mikroorganismen können zum einen sehr nützlich sein. Sie können aber auch Infektionen auslösen, die vor allem dann zum echten Problem werden, wenn man auf die sogenannten antibiotikaresistenten Keime trifft. Die Keime können durch verbesserte Verfahren immer genauer differenziert werden. Interessant sind hierbei zum einen die Eintragung über die Landwirtschaft, zum anderen ist es die Verbreitung über die Klärwerke, in denen man über die Ultrafiltration den weitestgehenden Rückhalt der resistenten Keime anstrebt. An der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut, geleitet von Professor Harald Horn, werden in Kooperation mit der Abteilung für Mikrobiologie, Molekularbiologie die Gene untersucht, die den Bakterien ihre Antibiotikaresistenz verleihen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.